Vor den Toren Schwerins, der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, wurde am vergangenen Wochenende die Winston Golf Senior Open ausgetragen, eines von zwei Turnieren der European Senior Tour auf deutschem Boden. 72 Golfprofis aus aller Welt, Ü50, bekamen es mit dem Winston Open Platz zu tun, einem von insgesamt drei Plätzen der mehrfach ausgezeichneten 45-Loch-Anlage in Vorbeck. Einer schöner wie der andere. Wir sind sehr stolz, mittlerweile das zweite Profiturnier hier bei uns veranstalten zu dürfen. Nach gerade mal 10-jährigem Bestehen haben wir schon eine kleine Tradition aufgebaut. Zum Finaltag erlebten die gut 2000 Zuschauer eine hochdramatische Schlussrunde. Nicht weniger als 10 Spieler durften sich noch berechtigte Hoffnung auf den Turniersieg machen. Allen voran der Engländer Bob Cameron, der das Tableau nach zwei Runden mit einem Gesamtscore von 10 unter Par anführt. Doch gleich an der 1 unterlief Cameron dieser Fehlschlag. Die Pfötchen schienen doch etwas zu zittern. Dieser Mann hier hatte einen Lauf. Andrew Oldcorn aus Schottland schien nach zwei 71er Runden schon abgeschlagen, drehte aber am Sonntag mal richtig auf. Mit diesem exzellenten Chip in das stark ondulierte Grün bereitete Oldcorn sein sage und schreibe 10. Birdie des Tages vor. Zum selben Zeitpunkt war Gordon Brent Jr. auf der 7 unterwegs, dem Hole-in-One-Loch. Das schmucke Cabriolet blieb dem Schotten zwar verwehrt, aber er setzte sich in der Spitzengruppe mehr und mehr fest. Zurück zu Oldcorn auf die 14 und dessen Birdie-Putt. Der frühere zweifache Major-Sieger versenkte auch diesen Putt und stellte damit auf 10 unter Par. Das Leaderboard rutschte immer enger zusammen. Oldcorn vor Brent Jr. und Cameron. Diesen Mann hier kennen Sie vielleicht. Steen Tinning, der Däne, gewann vor wenigen Wochen das Berenberg Masters in Köln und präsentierte sich auch bei der Winston Golf Open in glänzender Form. Am Ende sollte es ein starker geteilter 5. Platz werden für den Iron Man aus Skandinavien. Der Führende nach zwei Runden, Bob Cameron, hatte seine Anfangsnervosität zwar abgelegt, locht hier auf der 7 seinen Birdie-Putt und verbessert sich wieder auf seinen Ausgangsscore von 10 unter Par. Doch am Ende reichte es für den Engländer nur zum geteilten 9. Platz. Nicht zu stoppen an diesem Finalsonntag war aber Andrew Oldcorn, hier bei seinem Birdie-Putt auf der 15. Mit seinen Sanftpfoten bewegt er den Ball ins Loch. Das war sein 11. Birdie des Tages auf bis dahin 15 Spielbahnen. Ganz großer Sport des Schotten, der damit die zwischenzeitliche Führung auf dem Leaderboard übernahm, gefolgt von einer ganzen Meute von Spielern. Unter ihnen auch Gordon Brent Jr., der die Back Nine mit dieser exzellenten Annäherung eröffnete. Mit dem gelochten Birdie-Putt wenig später stellte der Schotte auf 11 unter Par, das war die geteilte Führung mit Oldcorn. Einen Schlag dahinter lauerte Bob Cameron. Und auch dieser Kollege hier sollte noch auf den Schlusslöchern das Leaderboard richtig durcheinander wirbeln. Angel Franco aus Paraguay zeigte hinten raus, was er drauf hat. Gordon Brent Jr., der andere rosa-rote Panther, hatte mittlerweile die 12 erreicht, ein Par 3. Über die Welle mit viel Break ins Loch. Der Schotte übernahm bei nunmehr 12 unter Par die alleinige Führung im Gesamtklassement. Unterdessen war Andrew Oldcorn auf dem 18. Grün angekommen und noch einmal eine weitere Birdie-Chance für den Schotten. Oh mein Gott, war das knapp! Das 12. Birdie des Tages wollte nicht fallen, doch die 61 auf dieser blitzsauberen Scorekarte war wirklich aller Ehren wert. Es war die beste Runde all times, die jemals in der Geschichte der European Senior Tour gespielt wurde. Respekt und Gratulation zu dieser Glanzleistung. Ja, es ist wirklich die beste Runde in meiner gesamten Karriere und die dauert nunmehr schon seit 30 Jahren an. Zu den ersten Gratulanten am Clubhaus gehörte der Turniergründer und Anlagenbesitzer
Wijnand Pon aus den Niederlanden. Die Spannung stieg ins Unerträgliche, als sich dann auch noch der Engländer David J. Russell auf der 17 auf 11 unter Par verbessert, war das Herzschlagfinale perfekt. Wird Gordon Brent Jr. seinen hauchdünnen Vorsprung ins Clubhaus retten können? Dafür bedurfte es einer guten Annäherung auf dem abschließenden Par 5 der 18. Der sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Brent Jr. war damit nur noch 2 Putts vom Glück entfernt. Auf letzter Rille sozusagen katapultierte sich dann der Mann aus Paraguay im Leaderboard ganz nach vorn. Nach dem gelochten Eagle-Putt auf der 17 wurde es der geteilte 2. Platz für André Franco gemeinsam mit Oldcorn und Russell. Doch der strahlende Sieger der Winston Golf Senior Open 2013 war also ein Junior, Gordon Brand Jr. Der 55-Jährige aus dem schottischen Kirkcaldy, der in den 80er Jahren 8 Turniersiege auf der European Tour feierte und dabei Größen wie Langer, Ballesteros und Norman das Nachsehen gab, feierte in Vorbeek seinen 2. Sieg bei einem European Senior Tour Event. Dies der Blick auf das abschließende Leaderboard. Es ist großartig, vor allem nachdem ich die Kugel seit fast anderthalb Jahren gar nicht mehr getroffen habe. Ich bin sehr glücklich, diese 3 68er Runden hier abgeliefert zu haben. The winner takes it all, 60.000 Euro Preisgeld und diese stattliche wie kunstvolle Trophäe aus den Händen des Chefs persönlich. Was willst du mehr? Die Jahresgesamtwertung der European Senior Tour führt weiterhin Bernhard Lange aus Anhausen an. Durch seinen Sieg verbessert sich Gordon Brand Jr. auf Position 13. Gut gemacht, Junior.